Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello, hello, hello. Ich sehe aus, als wäre ich frisch aus dem Urlaub. Guess what? War ich nicht. Es ist Selbstbräuner. Traurigerweise. Aber ich finde, diesmal ist das wirklich, wirklich gut gegangen und ich habe heute richtig Lust auf so ein frisches, gesundes Frühlings-Make-up, nur mit Drogerieprodukten. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich freue mich, dass wir jetzt endlich in eine Jahreszeit kommen, die mir emotional ein bisschen Unterstützung gibt. Die letzten Wochen waren hart. Die nächsten Wochen werden umso härter. Ihr habt es gesehen, wenn dieses Video online geht, hatten wir, glaube ich, am Montag den Notartermin für unser Haus. Wenn alles gut geht, haben wir jetzt ein Haus. Wenn nicht, haben wir kein Haus und ich bin traurig und ihr habt es bei Instagram gesehen. Freunde, hello, what's poppin'? Wir haben heute wirklich viele Produkte hier. Ein, zwei Produkte habe ich noch nicht benutzt. Ein, zwei Produkte liebe ich über alles und trage sie gerade auch jeden Tag. Und dachte mir, ich nehme sie einfach mit in dieses Video. Dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Asam. Das Produkt, um was es dieses Mal geht, seht ihr später im Video. Allerdings gibt es mit meinem Rabattcode 15% bei Asam im Onlineshop. Also, wenn euch was interessiert, ihr auf ein paar Produkte von Asam Lust habt oder es mal Zeit wird, euer Lager wieder aufzustocken, dann schaut unbedingt auf der Webseite vorbei. Die ist für euch unten verlinkt. Ganz, ganz wichtig ist für mich im Moment Sonnenschutz. Und ich weiß, dass Sonnencreme und Make-up nicht immer so gut miteinander funktionieren. Ich habe jetzt aber eine gefunden, die sehr gut mit Make-up funktioniert. Ganz, ganz wichtig. Tragt immer Sonnenschutz, aber auch ganz wichtig, ich bin kein Skincare-YouTuber. Ich kann euch nicht sagen, ob die Inhaltsstoffe von den Produkten jetzt besser sind als die von anderen. Ich kann euch nur die Empfehlung geben, dass ich das Produkt sehr, sehr gerne mag. Das ist diese hier von Rossmann, der Eigenmarke. Die gibt es ausschließlich in den Drogerien auf so einem Pappaufsteller. Das ist das Hyaluron-Sonnenfluid mit Hyaluronsäure ohne Mikroplastik und Lichtschutzfaktor 50 UVA plus UVB-Schutz, Sofortschutz und wasserfest. Die ist, ich habe schon eine Schicht drauf, deswegen seht ihr auch, dass das alles so ein bisschen glowy ist. Ich nehme jetzt nur ein bisschen. Das ist nicht die Menge, die reicht. Ich habe, wie gesagt, schon was aufgetragen, weil ich schon draußen war heute. Ich benutze im Moment für ein Shooting. Wenn das Video online geht, bin ich gerade in Frankfurt und wir shooten das krasseste überhaupt. Ich benutze gerade sehr viel Retinol, sehr viele Actives in meiner Skincare, um wirklich eine schöne, frische, glatte Haut zu haben auf den Fotos. Und da ist es natürlich umso wichtiger, Sonnenschutz zu tragen und die funktioniert unter Make-up richtig, richtig gut. Sie weißelt nicht, wenn man sie gut einarbeitet. Also man muss Sonnencreme ja eh immer recht stark einblenden. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie weißelt und sie zieht auch wirklich sehr schnell ein und sieht dabei auch schön auf der Haut aus. Ich kann die euch leider nicht verlinken, weil es sie nicht online gibt, nur in den Läden, aber probiert sie mal aus. Eine sehr, sehr große Empfehlung von mir gerade jetzt. Es gibt auch auf diesem Aufsteller die 30er Sundrops mit Vitamin C. 30 ist mir zu wenig, die habe ich getragen, wenn es bewölkt war. Im Alltag jetzt, die Sonne ist endlich wieder da, 50 mindestens. Mindestens. Ich weiß nicht, gibt es was Höheres als 50? Ich glaube nicht. Wir machen weiter mit Foundation bzw. Skin Tints. Ich bin im Moment ein großer Fan von leichteren Foundations, abgesehen von der von Zara. Die war wirklich überraschend gut für so ein Full-Full-Coverage-Make-up. Aber ich habe hier die Manhattan Clean and Free Foundations. Ich habe die noch nicht getestet, deswegen probieren wir das Ganze nochmal aus. Das ist ein pflegendes Make-up ohne Parfum und Mineralöle, vegan und good to us, ohne Mikroplastik. Ohne Mineralöle, 77% natürliche Inhaltsstoffe, Vitamin E, für sensible Haut geeignet. Ich habe bei Luisa was gesehen und die war wohl sehr begeistert. Ich habe hier einmal die Farbe 34, Soft Beige. Könnte passen heute, ne? Wir gehen mal mit der 34 rüber. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht benutzt. Wir werden es austesten. Vielleicht habt ihr sie ja schon benutzt. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir da ein paar Tipps und Tricks verratet. Ich arbeite das Ganze mit dem großen Letizia Lemak T4 Brush ein. Und arbeite auch wirklich in leichten Schichten. Ich finde gerade jetzt, wo es noch nicht so heiß ist, aber die Haut mehr äußeren Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, finde ich so eine leichten Foundations, die Feuchtigkeit spenden, super, super wichtig und auch sehr, sehr gut. First Impression. Sie ist ein bisschen fester von der Konsistenz her. Arbeite sie mir mal mit einem Schwamm noch mal ein bisschen ein. Aber Color Match ist auf jeden Fall da.
Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Schaut unbedingt bei Instagram mal vorbei. Da habe ich etwas gepostet, wie ihr online super einfach eure richtige Foundation finden könnt. Das hat echt gut geklappt. Ich habe das ausprobiert mit der Catrice Foundation, weil ich die in allen Farben da hatte und ich wissen wollte, ob das dann das Shade Match ist. Bester Tipp, geht zu Instagram oder zu TikTok. Deckkraft ist überraschend gut. Sie sieht wunderschön auf der Haut aus. Auch in Kombination mit der Sonnencreme. Also wirklich so eine leichte Foundation, die aber von der Deckkraft her. Ich baue mir hier mal alles nochmal so ein bisschen auf, blende mir das Ganze aus. Ich benutze jetzt hier so einen Schwamm von Beauty Bakery. Kann mir auch gut vorstellen, dass man die sehr, sehr gut mit den Händen einarbeiten kann, weil sie halt recht leicht ist. Sie ist jetzt keine Low Coverage Foundation, das sieht man auf jeden Fall. Ich finde, sie hinterlässt aber so ein richtig schönes Finish. Okay, Manhattan, come on. Wisst ihr, was mich richtig freut? Ich will nicht sagen, dass wir als Community daran schuld sind, aber wir haben tatsächlich auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen, würde ich sagen. Wir haben ja diese Videos gemacht, was ist mit Manhattan passiert, was ist mit Mark Factor passiert. Und das haben die Firmen gesehen. Und ich arbeite ja jetzt eng mit denen zusammen, hinter der Kamera, nicht vor der Kamera. Also das ist jetzt keine bezahlte Werbung. Ich habe die Produkte halt nur zugeschickt bekommen. Und wir haben ganz, ganz tolle Sachen geplant. Jetzt war letzte Woche, gestern, vorgestern war ein Event, wo ich euch bei Instagram mitgenommen habe. Und das ist richtig schön zu sehen, dass die Produkte, die sie jetzt rausbringen, auch zielgruppenorientierter sind. Neue Texturen, neue Verpackungen, neue Designs. Und es kommt bald auch was Krasses auf euch zu. Das Finish ist sehr frisch, sehr glowy. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich sie setten wollen würde. Das ist ganz verrückt. Ich trage mir ein bisschen Concealer auf, blende den aus. Und jetzt kommen wir zu meinem liebsten Produkt von Asam aktuell für den Frühling. Ihr wisst, Asam, die Magic Finish Reihe ist riesengroß mittlerweile. Aber ich suche mir immer einzelne Produkte raus, die ich euch dann zeigen kann. Sie haben auch einen neuen Concealer, den habe ich tatsächlich heute noch nicht getestet. Ich dachte eigentlich, dass ich ihn vielleicht mit in dieses Video nehme, aber ich zeige euch nichts, was ich selber nicht getestet habe. Was ich gerne benutze, ist dieser Lippenstift. Die Lippenstifte generell von Asam sind wunderschön. Da sind pflegende Öle und Wachse mit drin, die der Haut und den Lippen vor allen Dingen diesen prallen Glanz zurückgeben. Die polstern die Lippen von unten so ein bisschen auf durch die Feuchtigkeit, ohne diesen bitzelnden Minzeffekt. Also das ist nicht ein Lip-Plumper, sondern die pflegenden Stoffe da drin polstern die Lippen von unten auf. Ich habe hier die Farbe Lovely Melon. Das ist die liebste Farbe von meiner Mama und auch von mir, weil das so ein wunderschöner, ja, das ist so ein Lachston und so ein Blush habe ich nicht und habe ich auch noch nie gesehen und deswegen benutze ich den immer als Blush. Und gerade jetzt für so einen schönen frischen Frühlingslook hinterlässt der auf den Wangen so einen wunderschönen Effekt auf der Haut. Und auch wenn ihr die Foundation gesettet habt, könnt ihr damit rübergehen. Ich baue mir das Ganze nochmal so ein bisschen auf, dass ihr das alles seht. Der blendet sich richtig schön in meine Haut ein. Wenn ihr den auf eure Lippen dann nachher noch gebt und alles so ein bisschen ineinander einblendet, ist das so ein frischer Look. Das ist unglaublich. Die Lippenstifte sind sehr, sehr gut. Mit dem Code könnt ihr aber 15% auf alles außer Sale, glaube ich sogar, sparen. Also schaut da unbedingt vorbei. Es lohnt sich immer wirklich bei Asam vorbeizuschauen. Auch die Skincare von Asam ist eine sehr, sehr große Empfehlung von mir. Die Aqua Intense Reihe, die Vitamin C Reihe ist perfekt unter Make-up. Ich verlinke euch Asam einmal unten. Schaut da vorbei. Aber Lovely Melon, Freunde, so ein Blush habt ihr halt. Habt ihr noch nicht gesehen? Ich kenne keine Firma, die so einen Blush hat. Ich sette mein Make-up jetzt ganz leicht. Das ist kein Drogerieprodukt, aber das ist von Buddha Beauty, das Easy Bake in Pink. Das ist der Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das ist ein sehr, 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 sehr gutes Puder und ich gebe mir das auch wirklich nur unter die Augen und hier so ein bisschen an die T-Zone, um den Glow dort ein bisschen wegzunehmen. Das mattiert sofort, das cancelt kleine Fältchen und kleine Poren aus. Und dadurch, dass es pink ist, korrigiert das auch nochmal so ein bisschen den unteren Augenbereich. Es passt sich dann halt sehr, sehr gut in den Blush an, ohne dass ihr so verschiedene Fürst-Pückler-Eisbalken im Gesicht habt. Ihr seht es sofort. Es settet, es mattiert und es sieht wunder, wunderschön aus. Aber ich will nicht so viel darüber reden, weil it's not Drogerie und ich habe ganz, ganz tolle Nachrichten zu meinem Holy Grails Puder. Okay, ich gehe einfach hier nochmal so ein bisschen rüber und fixiere das alles und möchte jetzt von e.l.f. ein Produkt benutzen. Das ist dieser Putty Bronzer. Der hat euch in dem e.l.f.-Video super, super gut gefallen und der ist auch wirklich fantastisch. Ich habe den jetzt,
in der Farbe, weiß ich gar nicht, steht leider nicht drauf. Der ist 1:1 dieselbe Farbe wie die von Rihanna, die Fenty Beauty Cream Blushes. Also ich bin ja ein Freund davon, euch Produkte zu zeigen, die ihr auch im High-End-Bereich euch kaufen könnt. Und die Fenty Cream Blushes sind wirklich, wirklich gut. Aber sobald ich einen Dupe habe aus der Drogerie, bin ich voll und ganz Team Drogerie, weil ihr einfach super, super viel Geld spart. Und das ist am Ende immer mein Ziel, euch Produkte zu zeigen, die im Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut sind. Und das sind die von Fenty, aber wenn es etwas günstigeres gibt, tell me, why not? Lässt sich super schön einarbeiten. Er ist sehr leicht. Also das ist kein deckender Bronzer, der noch eine extra Schicht reingibt, sondern das ist wirklich wie so ein Gel, was sich schön in die Foundation und dann in die Haut einblenden lässt. Dann gehe ich nochmal über den Blush und blende das hier so rüber und ihr habt dann so einen Summer Skin Look. Ich liebe die Base. Ihr seht die Bewegung auf der Haut. Die verstärken wir gleich noch. Ich gehe jetzt nochmal ganz leicht hier so ein bisschen rüber, denn ich muss noch ein weiteres Produkt benutzen und das ist wirklich ein Game Changer. Auch hier, High-End ist schön und gut, es ist teuer und manchmal sind die Sachen wirklich gut. Aber sobald ich sehe, dass eine Marke etwas rausgebracht hat, was ähnlich ist, Trust and Believe, Kiko Bellezza. Schaut online mal vorbei, kostet 19 Euro, habe ich gesehen. Das ist so ein Bronzer-Topper, würde ich sagen, der so ein bisschen Glow mit in die Haut gibt. Und wenn ihr das einfach all over rüberstempelt, habt ihr diesen gebronzten Look, aber nicht dieses dunkelgebronzte. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so schwierig, das zu erklären. Der sieht, wenn man ihn swatcht, aus wie ein Highlighter. Aber es ist kein Highlighter. Es ist wirklich nur so ein Bronzer-Topper und den in der Lidfalte so ein bisschen ausgeblendet. I love it. Iconic. Ich mache mal schnell meine Augenbrauen. Ich benutze jetzt hier einfach einen Augenbrauenstift von Art Deco. Das ist die Farbe 22. Der macht eine wunderschöne Augenbraue. Ich gehe dann einfach nochmal durch. Die Farbe ist sehr schön kühl und passt halt perfekt zu meiner Hautfarbe. Ich überlege, was ich mir jetzt auf die Augen gebe. Ich hatte mir rausgesucht diese Natasha Denona Palette. Ich wollte eigentlich die Farbe Bellini benutzen. Zählt das? Ich habe halt keine Drogeriepalette, die so wirklich Frühling schreit. Wir nehmen die jetzt einfach. Die ist gut. Ich finde es immer schade, wenn ich mich dann so reduziere auf Produkte, die aus der Drogerie sind, aber ich noch keine Alternative dafür gefunden habe. Ich trage mir die Farbe Bellini einfach nur auf mein bewegliches Lid. Es gibt mit Sicherheit auch so einen Ton aus der Drogerie. Ihr könnt auch einen Blush nehmen oder so. Einfach nur aufs bewegliche Lid. Mehr ist es nicht. Wirklich nur für so einen Touch Frühling. Ich nehme mal den Finger, es geht besser. Und wenn ihr keine helle Base darunter nehmt, ne, dann ist das so wie bei mir. Wenn ihr ein bisschen dunkler seid, dann hinterlässt die einfach nur so einen Touch an Farbe. Und das macht das Ganze dann so ein bisschen frühlingshafter. Ich finde es im Frühling ganz besonders schön, wenn man im Inner Corner vielleicht so ein bisschen Farbe hat. Es muss nicht viel sein. Touch. Und jetzt passt der Ton auch perfekt zum Blush. Dann gehe ich einfach nochmal in die Farbe Bellini und blende das einfach hier alles aus. Wirklich nur ganz, ganz zart. Jetzt kommen wir zu meiner Lippenkombination und ich werde immer wieder nach dieser Lippenkombination gefragt, Freunde. Ich zeige sie euch jetzt nochmal. Ihr braucht einen Augenbrauenstift, der hinten so ein Puder hat. Ich nehme meistens diesen hier von Art Deco oder einen von MAC. Passt jetzt hier Art Deco, weil ist Drogerie. Und mit diesem grauen Puder geht ihr um eure Lippen rum. Und Trust and Believe, das hält den ganzen Tag. Und normalerweise würde ich jetzt mit diesem NYX Shine Out Loud, Shout Out Loud, Shine Loud, wie auch immer, auf die Lippen gehen. Das mache ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt extra den hier von Asam und blende mir das zusammen. Und jetzt habe ich eine ganz, ganz neutrale Lippe, die aber den ganzen Look wieder mit aufnimmt. Ich baue mir jetzt noch ein bisschen Orange auf den Augen auf. Mir ist das gerade ein bisschen zu wenig. Die Farbe ist nicht so gut mit Selbstbräuner. I feel it. Und jetzt kommen wir zur Mascara. Die Art Deco Mascara, die Extreme Volume Mascara ist wirklich, wirklich gut. Ich habe auch übrigens meine Wimpernzange wiedergefunden. Die andere, diese hier von, ich glaube, die ist von der Rossmann Eigenmarke For Your Beauty, die mag ich nicht so. She's fresh, she's clean. Ich lieb's. Super simpel.
Und das, Freunde, ist mein Go-To-Frühlingslook mit eigentlich nur Drogerieprodukten. Außer diesem einen Lidschatten aus der Palette, der jetzt auch nicht so bombastisch war. Ich bin gespannt, wie euch dieser Look gefällt. Er ist super, super simpel, aber ich glaube, dass es genau jetzt für diese Jahreszeit genau das Richtige ist. Nicht zu viel, sehr frisch, Fokus auf die Haut. Ich liebe diese Foundation. Sie sieht so wunderschön auf der Haut aus. Ich hoffe, dass es die in der richtigen Farbe für euch alle gibt. Ansonsten schaue ich mal, ob ich noch Alternativen dazu finde. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Schaut unbedingt bei Asam vorbei. Da kriegt ihr nur noch bis Ende des Monats 15% auf nicht reduzierte Artikel. Link ist unten in der Infobox. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!